Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch endlich den zweiten Teil des zweiten Teils der Reihe von Ted Williams vor, das Reich der Grasländer 2. Die Reihe heißt Der letzte König von Ostenart. Erstmal zum Cover. Das Cover gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, es sieht einfach wunderschön aus mit der Wiese im Vordergrund und diesen Bäumen, die aussehen wie so Säulen und dahinter ist ein stürmisch blauer Himmel, im Vordergrund ein Bogen. Ich finde, es sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Es gefällt mir richtig, richtig gut, auch von den Farben her. Worum geht es? Wie der Titel schon sagt, ist das hier Teil 2 des zweiten Teils. Das heißt, es geht nahtlos weiter mit Prinz Morgans Geschichte und der Geschichte von Unver, dem Grasländer. Fangen wir einfach bei Morgan an. Und zwar ist er immer noch im Wald unterwegs und erlebt dort einige Abenteuer, trifft ganz viele besondere Wesen und muss lernen, für sich selbst zu sorgen und auf der Suche nach einem Weg hinaus aus dem Wald trifft er auf eine alte Bekannte, die ihn dann auch noch in einige weitere Abenteuer führt, die ich jetzt hier natürlich nicht sagen kann, weil es sonst alles spoilern würde. Dann haben wir ja, wie gesagt, noch Unver. Unver ist der verschollene Sohn von Vara und Prinz Josua, nämlich Deornut. Und er ist jetzt der Anführer des Hengst-Clans und kommt zum Treffen der Grasländer, wo er den Titel des Shan, das ist so eine Art Obertan, also so ein Anführer, der alle verschiedenen Grasländerstämme eben unter sich vereint, für sich beansprucht. Und dafür muss er einige Prüfungen ablegen, um zu beweisen, dass er auch tatsächlich der Shan ist und die Unterstützung der Götter auf seiner Seite hat. Dann passiert aber natürlich noch ganz vieles andere und das werde ich jetzt direkt erklären. Und zwar haben wir Königin Miriamel, die sich gerade in Naban befindet und sie deckt eine Art oder sie will einen Vertrag abschließen zwischen zwei verfeindeten Personen in Naban, einmal dem Herzog von Naban und einmal einem von seinen Untertanen und sie will einen Vertrag schließen, dass die beiden Frieden miteinander schließen. Allerdings kommt es dann zu einigen Mordanschlägen und das Ganze läuft total aus dem Ruder. Dann haben wir noch Graf Eolair. Eolair ist ein Gefangener eines Graslandbewohners, der ihn mit zu diesem Clan-Treffen genommen hat, wo Unver dann eben auch vorspricht und Eolair wird Unver als Gefangene übergeben, bevor er allerdings mit ihm sprechen kann und einen Friedensvertrag mit dem König Simon und Königin Miriamel aushandeln kann, überschlagen sich da so ein bisschen die Ereignisse. Dann haben wir noch Neseru natürlich, die Opfermutige, die von Yarnulf entführt wurde quasi, gegen ihren Willen und die jetzt auf der Suche nach ihrer Hand ist, heißt also nicht nach ihrer Hand, sondern nach ihrem, das ist halt so eine Art Trupp, so ein Elite-Trupp und die heißen Hand. Und sie ist jetzt eben auf der Suche nach denen, damit sie ihre Geschichte erzählen kann, heißt also, damit sie nicht länger in Ungnade gefallen ist. Allerdings ist es so, dass sie jetzt als Geächtete gesucht wird und deshalb vor sehr vielen ihrer Kampfgefährten fliehen muss. Ihre Mutter und ihr Vater haben auch jeweils noch einen Handlungsstrang und zwar ist Vieki, also ihr Vater, der oberste Bauleute, Magister des Bauleuteordens ist er, glaube ich. Und der befindet sich in Naglimund, denn dort soll er die Rüstung eines lange verstorbenen Vorfahren ausgraben. Denn die Königin Utuku hat sich aus
ihrem Berg hinausbegeben, den sie schon seit ewigen Zeiten nicht verlassen hat. In ihrem Gefolge ist unter anderem auch die Mutter von Nezeru, nämlich Zoya oder Dera ist ja eigentlich ihr richtiger Name. Also Dera ist eigentlich die Schwester von Deonut. Und Utuku ist jetzt eben auch auf dem Weg nach Naglimund, denn sie verfolgt ihre eigenen Ziele, die allerdings noch nicht so ganz klar sind, deren Sinn und Zweck allerdings sehr klar ist, denn sie möchte die Menschheit vernichten. Soweit, so gut zur Story. Ich kann jetzt nicht so wahnsinnig viel verraten, weil ich einfach sonst viel zu viel vorwegnehmen würde. Aber ich kann sagen, wie es mir gefallen hat, und zwar war ich wirklich sehr begeistert. Ich habe das Buch jetzt innerhalb von 2 Tagen gelesen, um es euch vorstellen zu können. Es gab ein paar Passagen, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt könnte mal langsam was passieren. Und generell habe ich auch hier wieder, so wie bei das Geheimnis der großen Schwerter-Reihe, das Gefühl, dass die ersten Bücher alles nur so Vorgeplänkel ist und dann plötzlich alles auf einen Schlag kommt, so wie eben bei der anderen Reihe, kam dann in 3 Büchern passierte so gut wie nichts gefühlt. Alles nur Informationen sammeln und kleine winzige Details ausarbeiten, und dann im 4. Teil ging es erst richtig zur Sache gegen Ende und plötzlich war alles vorbei. Und ich habe das Gefühl, dass es hier bei der Reihe auch so sein wird. Deswegen, das finde ich ein bisschen schade, weil da war ich bei der ersten Reihe auch schon ein bisschen enttäuscht, weil es eben wirklich sehr, sehr viel Theoretisches ist und sehr viel Schlachten, Planung und sowas. Aber es kommt auch zu Schlachten, ja, aber nicht so zu einer wirklichen Auflösung von Dingen, sondern man hat das Gefühl, es ist einfach eine Auflistung von Ereignissen, die dann im Endeffekt das Ende nachvollziehbar machen, aber das Ende lässt einfach sehr lange auf sich warten irgendwie so. Das fühlt sich einfach so an. Das finde ich ein bisschen schade. Vor allen Dingen gab es hier auch viele Passagen, die mich gelangweilt haben, weil es alles sehr, sehr theoretisch war. Man hat natürlich ganz, ganz viel über die Vorgeschichte der Sithi zum Beispiel erfahren oder sowas. Das ist ja auch alles sehr interessant und es verleiht einfach der Welt von Ted Williams Tiefe und Glaubwürdigkeit. Aber auf Dauer ist es etwas trocken und auch anstrengend, sich das alles zu behalten. Wer ist jetzt wo und welcher Herzog regiert da und wie ist dessen politische Gesinnung und sowas? Das ist alles ein bisschen schwierig und kompliziert zu merken, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal ansieht, wie viel Abstand zwischen den Büchern noch liegen wird. Trotzdem hat mir die Story an sich ziemlich gut gefallen, und weil ich eben die andere Reihe schon kenne, weiß ich, dass das alles in einem riesen Finale gipfeln wird, auf das ich mich auch schon sehr freue. Und ich finde auch die Tiefe der Charaktere und die Tiefe der Story eigentlich sehr bewundernswert. Das ist eben nur manchmal ein bisschen langweilig umgesetzt. Generell finde ich, dass die Figuren sich auch gut entwickeln. Wir haben natürlich Simon und Miriamel, die sind aber eigentlich so, wie sie schon vorher waren. Die ändern sich nicht großartig, aber Simon geht einem manchmal ein bisschen auf die Nerven, weil man sich so denkt, was ist das für ein quengeliger Typ, und dabei ist er schon voll alt. Und Morgan ist jemand, der am Anfang der Story wirklich unangenehm war und der sich jetzt auch im Laufe des zweiten Bands, des zweiten Teils, richtig gemacht hat. Man hat einfach das Gefühl, okay, aus dem wird noch jemand richtig Cooles, und man sieht auch einfach sehr viele Parallelen zwischen ihm und dem jungen Simon in der ersten Reihe. Das also seinem Großvater, und das finde ich irgendwie ziemlich cool und sehr angenehm. Generell gab es hier auch einige Enthüllungen, die ich sehr überraschend, aber extrem spannend fand, und ich bin wahnsinnig darauf, ja, gespannt, wie es weitergeht einfach dann. Einmal kurz zu den Basics, und zwar ist das Buch jetzt am 19. rausgekommen oder am 20., bin mir nicht sicher. Es hat 504 Seiten und kostet 20 Euro, finde ich absolut angemessen, vor allen Dingen, da es eine gebundene Ausgabe ist. Soweit, so gut zum zweiten Teil der Reihe von Ted Williams. Ich stelle euch als nächstes die Spiegelreisende vor, und bis dahin wünsche ich euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.